Dienst kommt von Dienen. Beamte und Tarifbeschäftigte dienen dem Staat, der Gesellschaft und dem Bürger in der Schule, der Försterei, beim Rettungsdienst und der Feuerwehr, bei der Polizei und bei der Bundeswehr. Bei Bundesregierung und Bundesbehörden arbeiten knapp 500.000 Beamtinnen und Angestellte. Bei den Ländern fast 2,5 Millionen. Und in Rathäusern und kommunalen Verwaltungen weitere 1,5 Millionen. Der Behördenspiegel informiert den öffentlichen Dienst. Doch auch andere Leser interessieren sich für das, was Staat und Kommunen machen. Der Behördenspiegel legt deswegen an allen deutschen Flughäfen als Lektüre aus. Redaktionssitzung. Hier die Karikatur für die Titelseite. Die Mobilitätswende der Bundesregierung. Merkel Mobil. Der Behördenspiegel ist in allen sozialen Medien unterwegs. Hier wird eine Personalie gepostet. Die Behördenspiegel-Redaktion produziert 3 Podcasts, die auf allen einschlägigen Kanälen zu finden sind. Die Corona-Krise hat beim Behördenspiegel einen Digitalisierungsschub verursacht. Mit Ausbruch der Pandemie wurde die Plattform Digitaler Staat online ins Leben gerufen. Die Programmübersicht finden die Nutzer tagesaktuell im Netz. Die Akzeptanz ist groß, denn über 130.000 Userinnen und User nutzen die Online-Veranstaltungen des Behördenspiegel. Mit professioneller Fernsehtechnik wird Bildqualität, Schnitt und ästhetische Attraktivität State of the Art geliefert. Unsere Techniker in den Studios in Bonn und Berlin verantworten die Eigenproduktion und managen Fremdaufträge im Online-Format für Behörden und Firmen. In täglichen Online-Formaten informiert die Redaktion durch Diskussionen, Interviews und journalistische Beiträge rund um den öffentlichen Dienst. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier beim digitalen Staat Online. Wir vermelden Erfolg, denn wir haben die 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmermarke geknackt. In Spezialformaten wie dem Chefgespräch werden Hintergründe ausgelotet. Herzliches Willkommen zur ersten Online-Diskussionsrunde unter dem Dach Digitaler Staat Online. Freut mich, dass das neue Format so gut angenommen wird. Also ich muss sagen, erstmal herzlichen Dank für den Zuspruch und für die Zusammenarbeit. Also absolut, das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, die wir in der Vergangenheit hatten. Die Politik hat immer gute Ziele definiert, hat aber dann in der Umsetzung nicht immer die richtigen Instrumente gewählt und die eben auch nicht konsequent genug angewendet. Ziele und Instrumente sind auch für uns, den Behördenspiegel, sehr wichtig. Denn das digitale Thema zieht sich durch alle Branchen. Und so ist der digitale Staat online die notwendige und vollständige Antwort auf die Krise. Das ist auch der Weg, wie man hier Innovationen im öffentlichen Sektor aufbaut. Die öffentliche Verwaltung hat natürlich nicht als Aufgabe primär, neue Technologielösungen einzusetzen oder zu erfinden gar. Wir widmen uns nicht nur inhaltlich dem Thema Datenschutz, sondern haben es auch intern hoch priorisiert. Denn wir arbeiten ausschließlich mit europäischen Technologieanbietern zusammen, die dem Geltungsraum der Europäischen Union unterliegen. Es werden jetzt sehr aufregende Zeiten auch kommen, auch welche, die natürlich mit einer Rechtsunsicherheit verbunden sind. Die sich mit dem Thema beschäftigt hatten erwartet, dass es sowohl bei der Frage der Standardvertragsklauseln als auch vom Privacy Shield zu Veränderungen kommen wird. Neben dem Thema Datenschutz haben wir auch über das Thema Rechtsextremismus bei Polizei, Feuerwehr und anderen Institutionen des öffentlichen Sektors an der einen oder anderen Stelle etwas intensiver diskutiert. Frau Lambrugal, ich würde Sie gerne mal... Ich finde es sehr interessant, die Verlagerung dieser Diskussion, liebe Frau Lührmann. Das ist sehr, sehr interessant, weil in dieser Diskussion genau das passiert, was wir momentan in der Gesellschaft auch feststellen. Es ist irgendwie so ein Stück weit von Normalität, dass wenn wir über die Respektlosigkeit
oder dem Umgang mit Polizeibeamten sprechen, dass wir das immer im Kontext der Migration sehen und wenn wir über Rechtsextremismus sprechen. Und das hat einen Hauch von Legitimation für rechtsextremistisches Handeln. Das ist fatal. Hier beim digitalen Staat Online fördern wir den Austausch zwischen Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis sowie der Wirtschaft. Ich bin dankbar für zwei Inputs, die ich jetzt schon gehört habe. Zum einen mal von Herrn Dr. Thiel ganz kurz und knapp zusammengefasst nochmal die Vorteile von einer registergestützten Statistik, wie wir sie ja machen. Der digitale Staat Online ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, wie beherzt Digitalisierung umgesetzt werden kann. Beim digitalen Staat Online sind reine Online-Formate üblich, reine Webkonferenzen, aber auch hybride Formate wie zum Thema künstliche Intelligenz. Hier läuft neben der realen Veranstaltung eine Studiosendung mit Experten aus dem Kreis der Referenten sowie zusätzlichen Informationen. In der Mediathek finden Sie alle Online-Formate, die auf digitaler Stadt Online präsentiert wurden und freigegeben sind. Zudem befindet sich in einer Mediathek Plus der Mehrwert-Content. Dies ist eine Bezahlplattform, wo Sie hochwertige Einzelveranstaltungen durch Gebühr herunterladen können. Zurück zur Produktion des Behördenspiegel selbst. Hier wird die Karikatur aus der Redaktionssitzung Merkel Mobil in der Layout-Abteilung bearbeitet und auf die Seite hochgeladen. Dann geht es ab in die technische Produktion einer modernen Rotationsdruckerei. Auch hier ist Sachverstand und Kenntnis gefragt. Qualitätskontrolle steht vorn an. Die Karikatur auf der Titelseite zieht ihre Bahn. Bei fast 100 Stundenkilometern laufen die Rollen aus recyceltem Papier durch den Rotationsdruck. Auch hier wieder die fachmännische Kontrolle. Der Behördenspiegel unterzieht sich einer strengen Auflagenkontrolle. Unser werden 103.000 Exemplare monatlich gedruckt, ausgeliefert und an den Leser gebracht. Der Behördenspiegel ist digital und print voll auf der Höhe. Beides ist in der Krise zu gleichwertigen Kanälen herangewachsen. Und wir haben parallel zu unseren Printprodukten eine digitale Plattform aufgebaut, auf der wir natürlich wie in unseren klassischen Printprodukten auch journalistische Berichte und Erfahrungen mit Ihnen teilen, in Form von Online-Diskussionsrunden, in Form von Chefgesprächen, Interviews, in Form von Partnerwebinaren etc. Zudem haben wir über ein Dutzend Konferenzen und Kongresse online durchgeführt. Über 300 Webinare sind online durch uns durchgeführt worden in den letzten Monaten und von uns angeboten worden. Wir gehen durch die Krise auf zwei Beinen. Unsere klassischen Printformate laufen weiter. Unser umfängliches und komplettes Online-Angebot ergänzt unsere bisherigen Formate und wird weiter ausgebaut. Und sollte die Krise es wieder erlauben, Seminare, Kongresse und Tagungen anzubieten, kommen wir auch hier wieder zurück. Also vielen Dank, liebe Leserinnen und Leser, liebe Nutzerinnen und Nutzer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch weiter hier treu beim Behördenspiegel bleiben. Ihre Themenvorschläge nehmen wir gerne entgegen. Sollten Sie Interesse an einem Online-Format mit uns gemeinsam haben, wenden Sie sich an diese Adressen.